Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Let's Play Star Trek Online im neuen Jahr. Alles hallo. Frohes, Neues und Gutes und nichts Schlechtes. Ja, hallo und herzlich willkommen und auch von mir ein gesundes, neues, frohes Jahr 2016. So. Grad, du hast ein neues Schiffchen? Ja, ich habe mich beschenkt zu Weihnachten. Ich habe mir die Kühe in der letzten Aktion, wo es 20% Rabatt gab, habe ich mir die Kühe geholt mit ihrem Begleitschiff. Das Begleitschiff habe ich zwar noch nicht ausgerüstet, aber zumindest die Dekür mal so ganz rudimentär hier zusammengestöpselt. Sieht fast aus, als wenn es ein Schiff werden möchte. Ich muss mal schauen, was wir für Stationen gerade genommen. Ich finde immer immer von den Vulkaniern immer diesen Warp-Antrieb so faszinierend mit diesen Kreisformen. Ja, genau, das finde ich eigentlich cool. Oder gerade sowas, das ist halt wirklich etwas, das ist so ein Alleinstellungsmerkmal. Weißt, das sieht einfach cool aus und man sieht aber trotzdem sofort, zu welcher Klasse oder zu welcher Rasse es gehört. Da könnte es echt noch ein bisschen mehr geben. Da schaue ich gerade, warum habe ich denn hier beim... Aber weißt du, was ich da interessant fände? Saru so als Dealer, okay, da hinten ist dieses kleine Schiffchen drin, ne? Auch wenn ich mir an dieser Stelle so ein Undock-Manöver nicht einfach vorstellen kann. Aber wenn dieses da drin nicht wäre, so als Gimmick, dass wenn das Ding nicht auf Warp ist, dass dieser Kreisel sich dann sozusagen zurückdreht in diese Auskerbe und dann rein, verstehst du? Ja, hätte ich mir... Wenn Warp ist, flach ist... Und wenn das Ding auf Warp ist, sich hochdreht. Hätte ich mir gut vorstellen können, ehrlich gesagt, dass das so wäre. Also, dass es hier so einfach so wupp rumklappt. Wäre natürlich ein extrem geiler Gimmick. Irgendwie. Und würde wahrscheinlich auch das Starten und Landen von dem... Weil das ist ja hier das Unterstützungsschiff, was er da drin hat. Hier dieses Ding da. Das gibt es ja als... Habe ich es? Nee, habe ich jetzt... German. Ich bin leiser als Don. Kann gar nicht sein, mein Pegel hier schlägt voll aus, mein Pegel schlägt voll aus. Ey, jetzt wird er so eklig laut. Ich mag ihn eigentlich gar nicht hören, da muss immer so dabei sein. Genau, so eine Station, habe ich noch eine sinnvollere Station? Enterkommando, da habe ich jetzt gerade leider gar nichts Sinnvolleres dabei. Ja, wurscht, dann nehme ich halt die... Bei German, du kannst ruhig immer alles an... Obwohl, du schickst es ja in-game, ne? Kommt auf an, wie du das verlost haben willst. Willst du das in Ratchet Radio verlost haben? Willst du das hier bei uns verlost haben? Ich habe ja eigentlich sowieso noch ein bisschen was, ne? I don't know. So, auf jeden Fall, du sagst, es geht jetzt mit der Delta-Mission, mit der ersten los, der Eskalation. Ja, Eskalation heißt die. Die kann ich gar nicht machen, die kann ich nur überspringen. Das ist ja bloß was? Die, dass man ankommt. Ja, aber trotzdem mache ich die. Ja, die habe ich wahrscheinlich schon mal irgendwie... Das müssen wir sowieso... Das habe ich wahrscheinlich schon mal gemacht. Mach die einfach mal, weil ich muss Ideenwelt als nächstes machen. Ja, aber die machen wir da zusammen schon klar. Genau, und um einen Delta-Quadranten fliegen, möchten sie. Gibt es einen günstigeren Weg zum Delta-Quadranten? Also ich fliege einfach schon mal zur Ideenwelt, ich fliege schon mal zum nächsten hin. Du machst das jetzt mal hin. Wahrscheinlich wirst du jetzt wieder ja. Ewig suchen, wie ich dich kenne, aber... Nee, ich suche hier gerade noch parallel was anderes. Ich habe noch ein bisschen was zu verlosen eigentlich, ne? Wie, was? Verlosen? Ich hab ja noch ein bisschen was hier. Ich habe noch ein paar Schiffchen, Holo-Ölpalitas habe ich noch und alles. Okay. Mal raushauen. Auszeichnung erhalten, Janeways Vermächtnis, Tekara. Auftrag wurde abgeschlossen, Kerngebiet patrouillieren. Aha, so. Wurde abgeschlossen. Ich habe keine Ahnung, weshalb, was ich getan habe. Es wurde abgeschlossen. Beginn Ideenwelt. Ah, hier kann man anfangen. Ich fliege mal hinter der großen Kugel inzwischen ein bisschen hin und schau mal. Machst du mal, dass du weiterkommst? Naja, ich bin schon unterwegs. Nimm halt einen Transwarp. Nein. Dieses Springen, hüpf, schnell hin, das ist irgendwie nicht so meins. Ja, wissen wir. Also nutze ich die Zeit auch immer hier parallel mal ein bisschen zu gucken. Gibt's eigentlich... Was denn hier so im Chat und so passiert? Also wenn ihr wollt, liebe Zuschauer, könnt ihr heute noch ein bisschen was verlosen? Ich habe noch ein bisschen was. Habe ich denn hier noch irgendwas, was man so noch nicht dabei hat? Was ist denn das? Sensorscan 3, sieht aus wie ein Totenschädel da unten. Sensoranalyse. Sehe ich jetzt auch gerade nicht. Ich hasse das. Sobald ich Transwarp aktiviere, fliege ich dran vorbei. Das hat zu kratzen. Tja. Ach, Meister. So, hier Streuungsfeld haben wir schon. Das subnukleonische Strahlhammer. Was ist das denn? Subraumfaltung. Ihr Warpkern kann den Subraum falten und ermöglicht somit die Reise über große Entfernungen hinweg. Die Subraumfaltung teleportiert ihr Schiff augenblicklich etwa 6,66 Lichtjahre nach vorn. Was ist denn das? Ja, Portal Beta Quadranten. Was? Hast du gerade mitgekriegt? Ja, habe ich so grob.
Oh, ein Unterstützerschiff kann ich auch noch starten. Ach, hier habe ich schon. Ach so, das ist das Ding. Oh, Verlosung, juhu. Ja, können wir machen. Wir machen es einfach, wenn die Folge vorbei ist. Bauen wir mal irgendwas raus, mal gucken, was wir raushauen. Ziel ist eingehender Ruf. Ist ja... Willkommen. So, jetzt wollen wir mal schauen. Ich müsste ja dorthin, das ist 6,96 Kilometer Lichtjahre entfernt. Das ziele ich mal auf dem Stern. Und... Alter Verwalter, ist das scharf. Ha! Was ist denn das jetzt für ein Dödel? Das ist ja wieder der Subraumsprung, nur im Ding außen. Und das ich flieg da hier das wäre von Delta Quadraten, gehe dann auf zum Delta Quadraten Kommando Beam und bin wieder zurück da, wo ich am Anfang war. Muss es wieder erstmal. Und das lädt sogar ziemlich schnell auf, sehe ich gerade. Wo ist denn jetzt? Ja, Donny, ja, ich weiß, dass ich ein bisschen in der Mond lebe, das ist mir schon klar, ich kenne die ganzen tollen Sachen nicht, aber das ist mir hier gerade, gerade so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen? Es gibt definitiv sehr, 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 sehr vieles, was wir nicht wissen. Ja, ich schon jetzt diesen, ach nee, halt. Moment, jetzt muss ich mal was ausprobieren. Die Sphäre, Ideenwelt wäre jetzt bei mir die nächste Mission, hast du das alles schon gemacht oder was? Na, dieses Hinfliegen habe ich schon gemacht. Und das nächste ist jetzt Ideenwelt. Möglich. Was war denn das jetzt gerade? Hier, sag mal, wenn du bei dem weißen Stern bist, weil dann springe ich mal hin zu dir. Bist du im Delta-Quadraten? Ja. Da, wo Ideenwelt anfängt, war ich. Bin ich. Ich frage, ob ich einfach versuche, in die Sphäre reinzuspringen. So. Auf dem Delta-Quadraten. Jetzt bin ich auf der Sphäre. Wie? Auf welcher Sphäre? Und jetzt bin ich. Also ich spiel da nicht durch. So, nochmal zum Schiff gehen. So, schauen wir, ob wir da reinspringen können. Also. Als ich zum Delta-Quadraten-Kommando wollte, bin ich zurück im Alpha-Quadraten gelandet. Als ich jetzt wieder zum Delta-Quadraten wollte, bin ich jetzt beim Delta-Quadraten-Kommando gelandet. Also du musst auf jeden Fall im Raum sein, du musst im Delta-Quadrant sein. Also das Beispiel, den ich im Stream gerade noch sehe, ist falsch. Warte mal, jetzt habe ich gerade. Den kann ich überspringen. Oh, ich habe irgendwie gerade. Was habe ich gerade für eine Aus? Ja, das ist, weil das in dem Button nicht ausgeschrieben ist, sehe ich gerade. Da steht noch zum Delta-Quadranten. So, wenn ich aber mit der Maus drüber schwebe, steht dann der Text zum Delta-Quadranten minus Kommando. Super. Tja. Ach hier, Belohnung annehmen. Ach hier, es gab Dilithium. Das heißt, ich kann eigentlich mal schauen. Es gab Dilithium. Ich kann da mal schauen, was habe ich denn hier an Dilithium veredeln. 38.000 haben wir hier rumliegen. So, wo müssen das rein? Sternenbasis. Ich bin bei dir. Moment, ich muss kurz schauen. Aufwertung, was haben wir hier gerade? Das ist Spire, Projekte, Forschungsausrüstung. Nehmen wir mal irgendwas. Forschung. Da ist nichts drin. Hier ist Vorräte. Botschaft aufwerten. Botschaft muss man aufwerten oder... Botschaft oder Sternenbasis aufwerten? Was sagst du? Der Benki ist der Chef, der muss das im Chat schreiben. Benki, Sternenbasis oder Botschaft? Wo ist es dringender, wo ein bisschen was rein muss? Wahrscheinlich ist es am Ende Wurst. Oh, ich denke mal eher Sternenbasis, weil wir nachher dann später Ding noch brauchen. Also, weil es ja momentan auf die Schusswerft hingeht. Dann... Ich denke mal, da sind die Leute ein bisschen scharf drauf. Dann würde ich ja jetzt. Plom. So, meine ganzen 38. Ach, hier bist du. Wir müssen. Dir, ja? Siehst du diesen Stern, wo gerade mein Schiff drauf zeigt? Moment, du drehst dich gerade. So, in die Richtung. Da müssten wir hin. Kommst du? Du mich auch. Warte mal, so, jetzt muss ich mal schauen, wie das ausschaut, wenn ich da abhau. Na, wann ist es im Stream? Das, wie gesagt, das hat mich ja echt mal interessiert, weil das ist ja, gefällt mir irgendwie gerade saumäßig, das Ding. Gehört das zum Schiff oder was? Ja. Ich kenne das nämlich auch noch nicht. Nee, das gehört... Das ist aber nur im Sector Space, ne? Genau. Oh, was ist denn hier mit der Textur kaputt? So, beginnen wir mal endlich, wa? Ich bin drin. Ideenwelt. Äh.
Admiral Tuvok is waiting for you in the conference room. Willkommen an Bord. Lieutenant Commander Vinyl sprechen. Vanzyl. Du bist nicht bei mir, ist wieder so ein Solo-Ding hier, ne? Ach komm, nicht schon wieder. Das ist doch Mist. Waren wir eigentlich vorhin im Team? Ja, doch, waren wir im Team. In Team sind wir, ja. Okay, willkommen an Bord. Es freut mich, Sie wiederzusehen. Von Killergeräten bis hin zu Problemen in Delta-Quadranten scheint es so, als ob wir stets die interessantesten Aufträge erhalten. Bitte folgen Sie mir, ich werde Sie zu Admiral Tuvok bringen, er möchte Sie umgehend sehen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich Sie wiedersehen würde. Es freut mich ebenfalls, Sie zu sehen. Jemand hat entschieden, dass ich dank meiner Erfahrung mit dem geliehenen Bird of Prey die perfekte Person dafür wäre, die Verbündeten-Einsätze mit Lingon im Delta-Quadranten zu leiten. Ich habe sogar eine Beförderung erhalten, wie Sie sehen können. Glückwunsch! Also, ich kenne die jetzt nicht, ne? Hm? Ich kenne die jetzt nicht. Die jetzt auch schreibt hier irgendwas mit geliehenem Bird of Prey, bla bla bla. Na, ich glaube, die hat man hier beim Bird of Prey bei der Mission, wo du mit dem getarnten, mit dem Bird of Prey die Mission, hier, das weißt du schon, was du euch machen musst. Hat die, glaube ich. War das eine Föderationsfolge? Ja, da hast du einen Bird of Prey dir mal ausgeliehen. Da wo mir mit dem Holo. Ich hab's erst bei meinem Dauerstream wieder gesehen, ja, das war aber eine Klingon-Seite. Nee, da sind wir mit den Holo-Emittern als Klingon verkleidet rumgelaufen. Wollen wir zu Tuvok oder wollen wir zur letzten. Achso, stimmt, jetzt welche, was du meinst. Oder wollen wir erstmal nochmal Bericht erstatten lassen? Wie Bericht erstatten lassen? Ich habe zwei Buttons Auswahl. Wo bist du? Bist du im. Da, was du gerade vorgelesen hast, ich habe noch nichts gedrückt. Achso, ich habe das oberste gedrückt, glaube ich. Bin losgelaufen. Ich stehe auf der Brücke. Die echt mal knuffig mal, klein so ist. So schnell bin ich noch nicht. Wenn wir schon zwei Auswahlmöglichkeiten haben. Ja, ich bin einfach nur. Mich dann noch erklärt, was alles so passiert ist in letzter Zeit und so. Oh. Das war mir, dann lesen Sie noch mal vor. Jetzt bin ich, habe ich es auch weggeklickt. Ach. So, erstmal die Brücke anschauen, schön, schön. Ja, schön. Die ist echt mal knuffig in der Größen. Ja, da passt eigentlich auch das Größenverhältnis ziemlich gut. Obwohl es natürlich in der Real noch mal deutlich kleiner ist, aber das fällt nicht so sehr auf im ersten Moment. Ich meine, grundsätzlich, wenn die Räume so kleiner sind, dann weiß man schon, warum die etwas größer sind. Weil spätestens, wenn man in einem Shuttle ist oder sowas, dann hat man schon mit der Kamera ein bisschen zu kämpfen, ne? Also es ist eigentlich, wie gesagt, das ist ja hier schon fast zum Teil grenzwertig, wenn du das ein bisschen weiter rauszoomen willst. Weil du dann immer ständig, gerade wenn du von oben schaust, siehst du gar nichts mehr. Musst du ein bisschen aufpassen. Ja, also direkt eine Ego-Perspektive gibt es ja nicht. Eine egoistische Perspektive, ne? So, ich sitze schon mal auf dem Captain-Stuhl. Achso, auf dem Captain-Stuhl. Ich bin jetzt im Tuvok rein. Oh. Dann gehe ich auch mal zum Tuvok. Aber was ich auch immer in letzter Zeit mag, ist, dass wenn man aus dem Fenster schaut, dass man auch wirklich die Hülle sieht draußen, ne? Also wenn ich vorn rausschaue, sehe ich nichts. Ich meine, wenn du jetzt beim Tuvok im Raum rausschaust, da habe ich die Hülle. Ja, da schon. Aber wenn ich vorne zum Ding rausschaue, sehe ich nichts. Das ist ja ein Bildschirm. Ach so. Ja, ein Fernseher. Ach so. Aber bist du schon in der JJ-Galaxie oder was? ich schaue jetzt gerade, das ist jetzt... Doch, passt. Da vorne ist so ein Deflektor. Das ist ein Mordsofa, ne? Das ist eigentlich ein Mordsofa, wenn man bedingt, was dieser Bereitschaftsraum im Vergleich zum vom Captain Picard, ne? Das ist ja ein halbes Wohnzimmer da hier. Ja, ich sag mal, Picards Bereitschaftsraum hat eigentlich da geendet, wo hier die Treppen sind. Ja. Effektiv. Da war eigentlich nur der Schreibtisch drin und ein kleines Sofa. Da hatte hier noch sein privates Klo drin. Genau, ich. Aber das ist ja echt ein Mordsbereitschaftsraum, wenn du mal so willst. Ne? Mit einem riesen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass das Schiff deutlich kleiner ist. Ja. So, ich spreche mal Tuvok. Ja. Hallo Tuvok. Großer Admiral, vielen Dank, dass Sie so schnell gekommen sind. Uns bleibt nicht viel Zeit. Ich brauche Ihre Unterstützung. Was passiert hier? Ich werde immer noch telepathisch von Undine namens Cooper angegriffen. Sheldon Cooper. Es ist ihm irgendwie gelungen, seine psionischen Kräfte um einiges zu erhöhen. Ich kann seinen Angriff nicht auf unbestimmte Zeit standhalten. Ich brauche Ihre Hilfe, um Coopers Angriff abzuwehren und einen Gegenschlag durchzuführen. Sie müssen großen Druck verspüren. Zum Glück hast du hier gleich einen Klo im Degen, ne? Ja. Sie müssen großen, genau. Was wollen Sie sonst noch wissen? Wo ist hier ein Klo im Degen? Da. Da sind so Türen, die nicht aufgehen, ne? Ja genau, und da weißt du genau, was drin ist. Oder hast du schon mal ein Klo gesehen? Nee. Was kann ich tun, oder ich bin bereit? Was kann ich denn tun? Ja, weil sie alles tun können, das leben sie gar nicht.
bin jetzt in der, es ist mir gelungen, Coopers Angriffe abzuwehren, doch brauche ich Unterstützung, um ihn zurückzuschlagen und nützliche Informationen zu erlangen. Ich schlage vor, dass wir eine Gedankenverschmelzung initiieren. Können Sie Teil meiner Gedankenwelt werden, um mir beim Kampf gegen Sheldon Cooper helfen? Das klingt ja gefährlich. Oh, es gibt eine neue Option. Wäre es nicht besser, einen psionischen Meister um Hilfe zu bitten? Ich bin psionischer Meister. Ihre früheren Erfahrungen mit Cooper erlauben Ihren Unterbewusstsein, ihn anzupeilen. Ein Außenseiter, der noch nie mit ihm gekämpft hat, würde keine solche Verbindung zustande bringen. Er hätte keine Chance, ihn zu finden, um eine Nase juckt. Ich werde mein Bestes geben, deine Nase zu... Bäh, wie geht's? Kannst du nicht leise machen? So, ich bin bereit. Bist du jetzt vom Stuhl gefallen? Muss mal eben Nase putzen. Ging ja zu schnell, da wollen wir nicht mal leiser machen. My mind. So. Wir sind bereit, ne? Ja. Your thoughts to my thoughts. Mein Geist zu dein Geist. Mein Geld zu dein Geld. Ich brauche mal eine neue Frisur, habe ich gerade gesehen. Was geht hier vor? Bruder, ich brauche neue Rangabzeichen. Du, tu mal die Maus nicht bewegen, wenn du da auftauchst. So? Die Kamera bewegt sich selbst. Oder? Ja, klar, das ist so. Was geht hier vor, ne? Ja, yeah, aber. Wie dieses Omega-Symbol. Ja, aber die Kamera bewegt sich selbst so ein bisschen hin und her, das ist ja cool. Ja, du siehst doch auch rechts und links so ein bisschen so einen schwarzen Schimmer. Das hat man schon mal in irgendeiner Mission. Ich glaube, das war schon mal so eine Cooper-Mission, wo das so war. Auf jeden Fall muss ich erstmal hier, was geht hier vor? Es gibt keine Spur von Tubak oder irgendjemand anderen. Wie erscheint, bin ich ganz allein in dieser Umgebung. Wenn gleich der Typ bei der Tür das Licht angeht. Nebenbei gebe ich mal noch eine Doff-Mission ab. Toll, bist mitten im Traum und gibst eine Doff-Mission ab. Jetzt im Traum. Ich gehe erstmal um die Ecke. Aber hier in der Ecke Strom. Also ich gehe erstmal, ich gucke mir erstmal die Krankheit. Ich mache ich auch. Ich habe zwar das Schiff, so ist es ja nicht. Aber nicht so beleuchtet, ne? Da liegt aber eine andere Konsole rum. Omega-Symbol, das ist eigentlich auch cool. Ja, irgendwie ist ein anderes Glump liegt hier rum. Computermedizinisches holografisches Notfallprogramm aktivieren. Ach hier, Omega-Protokoll untersuchen. Der Omega-Zugriff auf diese Konsole ist aufgrund der Omega-Direktive nicht möglich. Computer, läutern Sie die Omega-Direktive. Die Omega-Direktive ist eine Reihe von Regulationen, die automatisch bei Erfassung von Omega-Partikeln aktiviert werden. Nur der Captain eines Schiffes kann die Direktive aufheben. Informationen diesbezüglich bezüglich der Omega-Partikel und der Omega-Direktive sind klassifiziert. Was ist, wenn der Captain gerade außerstande sich fühlt, das zu tun? Bin ich, wenn er gerade auf dem Klo hockt. Zum Beispiel. Oder Magen-Darm-Virus hat. Ausfällt. Dann hast du. Dann ist das ganze Schiff gesperrt, du kannst nichts machen und der Captain, der schläft erstmal eine Runde. Computer, heben Sie die Omega-Direktive auf. Autorisierung. Toral, Lactun, Admiral. Bei mir klingt es viel besser. Lefati, Admiral. Kann nicht ausgeführt werden. Die Aufhebung der Omega-Direktive kann nur durch den Captain des Schiffes im Bereitschaftsraum des Captains erfolgen. Okay. So, bevor wir aber rausgehen. Jo. Und nicht rausgehen aus der Krankenstation, ne? Weil? Bis zur nächsten Folge. Oh, tschüss. Tschüss.